Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zoo Tycoon mit mir, dem Pete. Hurra! Wir sehen unten ganz viel Grün. Ist das nicht schön? Also unten links meine ich. Also, weil alle so zufrieden sind. Lass mich mal nochmal unser schönen Zoo ansehen. Lass mal ein bisschen ping. Hier haben wir ganz viele Tiere, da haben wir Tiere. Wieso haben die Tiere eigentlich nur so Katzengesichter? Oder soll das eine Katze sein? Ich finde, das sieht aus wie eine Katze, oder? So mit diesen spitzen Ohren und so weiter und so fort. Also ich weiß ja nicht. Ich finde das irgendwie nicht so gut. Ich finde, die sollten Hundegesichter haben. Mir macht dieses Zoo-Limit da oben ein bisschen Sorge. Und so langsam aber sicher zeigt das Spiel doch klare Schwächen, könnte man meinen. Also viele haben beispielsweise auch in den Kommentaren geschrieben, ich soll die ganzen Verschönerungssachen, was diese Savanne angeht und so, offscreen machen. Kann ich erst jetzt drauf reagieren. Tut mir leid, falls ich euch damit jetzt in den letzten zwei Videos oder so genervt habe. Da habe ich die Kommentare noch nicht gelesen. Das Problem ist, wenn ich die offscreen mache, dann bleibt ehrlich gesagt nicht mehr so viel übrig, was man groß machen kann. Außer den jetzt noch verschönern. Ihr seht oben das Zoo-Limit. Ich werde noch vielleicht ein, zwei Sachen bauen können. Was? Ja. Ich verliere Besucher? Das finde ich jetzt aber nicht nett. Ja, aber ich werde ja der beste Zoo aller Zeiten. Besucher- und Tierzufriedenheit muss im grünen Bereich liegen. 5 Minuten lang kriege ich hin. Aufzugprogramm. Die Zoogesellschaft hat ein neues Aufzugprogramm bekommen, daran teilzunehmen, um 5 Jungtiere zu bekommen. Sind die neu? Irgendwie kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich die Herausforderung schon mal so gelesen habe, ehrlich gesagt. Und jetzt haben wir direkt noch eine neue Herausforderung bekommen, nämlich mal wieder was ganz Neues. Abwechslung wird hier nämlich ganz groß geschrieben. Ein Magazinfoto, und das möchte gerne mal wieder ein Foto von unserer wundervollen, von unseren wundervollen Giraffen, denen ich ja hier ein Riesengehege hingestellt habe, weil ich so ein netter Kerl bin. Aber was ich gerade sehe, ist hier, boah, so eine geile Ranch-Strecke, ey. Checken wir gleich mal mit unserem Boogie ab. Aber erstmal machen wir ein Foto von der Giraffe. Und wie sie hier alle stehen. Mich würde mal interessieren, ob es hier tatsächlich auch Besucher gibt, die alleine kommen. Oh ja, guck mal, nee. Da hat sich nur jemand hinter ihm versteckt. Doch, hier ist jemand alleine. Aber du bist, glaube ich, ein Helfer, oder? Du bist so ein Tiertyp. Oh, das sieht aus, der hat einen Nashorn. Lol, der hat voll die Breakdance-Moves drauf, Junge. Das ist voll das Breakdance-Nashorn. Ey, komm, zeig uns deine Moves. Komm, oh yeah, baby. Oh, lol, da hat er mich richtig krass ausgenutzt, ey. Jetzt bräuchten wir noch ein anderes Kind, was irgendwie so, keine Ahnung, als Löwe verkleidet ist. Und die können dann richtig geile Straßen-Battles machen und sich gegenseitig ihre Moves zeigen, wie in diesen total kitschigen Tanzfilm. Dann stehen die sich so geil gegenüber und können sich gegenseitig Respekt verdienen, indem sie die krassesten Moves drauf haben und richtig abgehen. Aber ich finde dieser, hör mal, Nashorn, diesen ich wedel mit den Armen Move, den kannst du aber nicht so häufig bringen. Der wird ja irgendwie langweilig. Wie wäre es, wenn du dich mal richtig geil auf dem Boden bewegst und, ja, springen ist krasser Scheiß gewesen. Okay, das ist mal was Neues. Was hast du sonst noch so für geile Moves drauf? Komm schon. Wie wäre es mit der Welle? Weißt du, wenn man sich so auf den Boden legt und sich dann so wellenförmig nach vorne bewegt. Wobei, das könnte mit deiner riesigen Nashornnase etwas schwierig werden, fällt mir gerade mal so auf. Okay, ihr rennt hier offenbar nur die ganze Zeit so durch die Gegend. Vor allen Dingen komplett unbewacht. Wo sind denn bitte die Erziehungsberechtigten von diesen Kindern? Hä? Die hier einfach so durch den Zoo rennen. Und mein Zoo einfach hier einfach Quatsch machen und so. Wahrscheinlich führen die ganz Fieses im Schilde. Die wollen wahrscheinlich einen Nashorn befreien. Ja. Habe ich überhaupt Nashörner? Weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, ich habe Nashörner. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Lol, da ist Dieter wieder unterwegs. Das ist einfach zu geil. Also die Animation ist einfach wirklich geil. Nivaran Russ wurde in Freiheit mit einem Neugeborenen beobachtet. Hier sind unsere Katzen, unsere Löwen. Aber wir wollten ja eigentlich ein Foto machen. Oh, hier ist ein Affenkind. Los, da hinten... ist dein tiefster Erzfeind der Nashorn-Rapper. Und du bist MC Affe. Aber die scheinen gerade nicht krass Beef zu haben. Wir könnten ja auch mal bei Julians Battle da mitmachen. Moment, wo sind denn jetzt genau unsere Girafskis nochmal? Da!
Da steht. Nee, die Giraffe. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich Tiere fotografieren will, dass sie mir ganz häufig ihr Hinterteil zuwenden. Deswegen muss ich weit weggehen und sie überraschen. Ah, lol. Willst du mich verarscht? Weißt du, komme ich einmal mit der Kamera an. Mit der Cameron. Und alles, was ich sehe. Oh, hier. Ist quasi Giraffen von hinten. So, läuft doch. Foto gespeichert, du findest es in deinem Fotoalbum. Hurra! 1500! Wir verlieren jetzt auch gerade nicht mehr Besucher, sondern bekommen sogar neue Besucher hinzu. Ist das nicht abgefahren? Ja, mit den Jungtieren, ich weiß nicht. Gibt ja keine negative Herausforderung, wenn wir das nicht hinkriegen. Tierauswilderung ist jetzt eine neue Herausforderung. Ein geheimer Sponsor. Achso, ich muss einfach wieder nur irgendein Tier auswildern. Lass mich mal kurz schauen, wie es aussieht mit der Tierstufe. Genau, lass mal ein bisschen rumpingen. Boah, ich habe richtig viele alte Tiere. Bären und, ne Moment, was sind wir hier? Tropenklein hat gar keinen Namen. Hier sind die Elefantos. Ein weiser Elefant, ganz viele Level 15er Affen, die mir das Gehege hier vollhauen. Ich glaube, ich muss mal einen Affen loswerden. Tiere ansehen. Ich reiß jetzt hier Familien auseinander. So, guck mal hier, Brandy, weibliches Brandy. Ich habe keine Ahnung, ob du hier ein Affenbaby gezeugt hast mit Hardy oder Barney. Keine Ahnung. Aber es wird jetzt eine Patchwork-Familie, denn du wirst in die Freiheit gelassen. Du hast das Freiheitsticket bekommen. Bam. So, das heißt, da kann jetzt wieder ein bisschen rumgevögelt werden, weil wieder ein neuer Platz frei ist. Ich doch's nicht abgefahren. So, was wollte ich denn jetzt noch machen? Ich wollte... Lol. Warte mal kurz. Ah, hier sind gar keine Tiere. Was wollte ich denn hier hinsetzen? Ich hab's vergessen. Hier sind Tiere, ne? Hier sind Elefanten, genau, hatten wir ja schon. Hier sind Bären eigentlich. Genau, da sehe ich einen Bären. Zwei Bären haben wir hier. Hier sind Affen. Was haben wir hier? Das ist der Tropenteich mit irgendwas. Moment. Der Tropenteich mit... Was habe ich denn hingesetzt? Ach so. So Pandas. So rote kleine Mini. Oh! Das ist knuffig. Da ist schon wieder... Das ist schon wieder das Nashorn-Rapper, der Nashorn-Rapper gewesen. Er sucht sich gerade seine... Der ist hier in seiner Hood unterwegs. Ja, habe ich doch keine Nashörner, kann das sein? Jetzt mal ganz im Ernst. Bin hier gerade so durchgegangen. Wie gesagt, hier waren die Bären. Da waren die Elefanten. Hier sind die Affen. Da oben ist nichts. Hier haben wir... Doch, hier habe ich Nashörner. Ha! Ausgezeichnet, habe Nashörner. In meinem Savannenpark. Und hier habe ich die Löwen. Genau. Und dann wäre hier so ein bisschen der Tropenbereich. Es wäre ganz cool, glaube ich, wenn ich die Zoowärterzentrale etwas außerhalb... Ja, wobei... Das ist dann ja auch irgendwie blöd, wenn man ganz ernst ist. Dann ist das ja irgendwie blöd, wenn sich die ganzen Gehege so auf einem Bereich knubbeln. Und... wir so Sachen wie Zoowärter und sowas auslagern. Das ist ja auch irgendwie dann blöd. Wobei, man könnte quasi so ein Industriegebiet mit den Zoowärtern machen und den Hausmeistern, aber ich glaube, die müssen ja irgendwie schon mittendrin sein, damit die überhaupt die Abdeckung geben können. Kann ich die Abdeckung nicht auch abfragen? Wartung? Ah, wobei, Wartung können wir sowieso nochmal kurz gucken. Da muss wahrscheinlich ein bisschen was gemacht werden. Das artet hier so ein bisschen in Fleißarbeit aus. Habe ich das nicht gerade repariert? Achso, ja, ist mal wieder ein bisschen spät dran. So, hier dieser Wasserbereich. Der muss mal dringend gewartet werden. Nee, nicht der. Auch nicht der. Ach, das war ja wieder ein Extra. Da war ich ja mal wieder absolut clever. So, Tier besetzt den Platz. Kann ich jetzt gerade nicht warten. Tja, dumm gelaufen. Muss ich wohl warten. Ja. Sag ich jetzt mal nix zu.
Ach so, ne, da wollte ich. Was für wollte ich denn da tropentechnisch reinsetzen? Wir können wir gleich nochmal gucken. Können wir gleich nochmal gucken. Repairen. Und hier auch eine Runde reparieren. Was ist hier noch? Ach ja, genau das, was ich gerade benutzen wollte, wo ich warten musste. Und hier ist auch noch was, was gewartet werden muss. Bewegt sich da gerade ein Affe drauf zu? Ja, da hat sich gerade ein Affe drauf zubewegt. Lol. Der Affe schwebt in der Luft. Der Affe schwebt in der Luft. Es ist Super Affe. Ne, doch nicht. Jetzt ist es nachgeladen worden. Nicht so gut. Komm, Äffchen. Du willst doch jetzt hier nicht ewig darum hampeln, oder? Ne, willst du nicht. Sehr gut. Kann ich den Scheiß nämlich reparieren. Perfekt. Und den anderen Scheiß hier hinten jetzt am besten auch, weil die Elefantos da hoffentlich nicht mehr drauf sind. Extras. Extra bearbeiten und reparieren. Boah, ich glaube, der eine Elefant wollte da gerade schon so hingehen. Aber ich habe ihn aufgehalten. Wollte ich das Gehege umsetzen? Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Machen wir nicht. Wir setzen da jetzt mal Tiere rein. Tiere. Neues Tier adoptieren. Tiere gehören auch zum Zoolimit im Ernst? Das ist ja doof. Antilopen haben wir nicht, passen aber jetzt nicht wirklich in Tropen. Oder? Nee. Bären haben wir, Elefanten haben wir, Flusspferde haben wir auch nicht. Da wird es wahrscheinlich nur ein oder zwei geben. Giraffen haben wir, Löwen haben wir, Nashörner haben wir, Schimpansen haben wir, Tiger haben wir nicht. Wir brauchen noch Tiger. Ich glaube, ich werde dieses Tropengebiet einfach abreißen. Und lass mal kurz gucken, was es so für Tiger gibt. Königstiger. Das sind wahrscheinlich die Standard. Ach lol. Oder habe ich die erforscht? Ne, das sind die Standard, glaube ich. Die würden nämlich in Tropen passen. Wollte ich die da reinsetzen, die Königstiger? Der Königstiger ist die zahlreichste Unterart des Tigers, die in ganz Indien, Bangladesch, Nepal und Bhutan anzutreffen ist. Ja, jetzt sollte ich wieder ein Foto machen, deine Mutter einfach nur. Es kann ja echt nicht wahr sein. Ja, die anderen Tiger muss ich ja alle erforschen. Das heißt, das wäre der Standard-Tiger gewesen. Ein indonesischer Tiger wäre auch noch Tropen. Malaysische Tiger wäre auch noch Tropen. Südchinesische Tiger wäre noch Tropen. Vom Aussterben bedroht, stark gefährdet, stark gefährdet, stark gefährdet. Da machen wir einfach mal südchinesische Tiger, meiner Meinung nach. Denn die sind vom Aussterben bedroht. Der südchinesische Tiger Panthera tigris amoyensis ist eine in Südchina anzutreffende Unterart des Tigers. Und die wird jetzt erforscht. Oh ja. Und es dauert ja hammermäßig ewig. Blödes Zoolimit, ey. Jetzt mal ganz im Ernst. Wieso hat man das so eingestellt? Ich verstehe das nicht mal ansatzweise. Jetzt werden wir uns mal angucken, wie viel Platz hier noch ist, was ich hier noch alles hinbauen kann. Ich könnte hier 8 Trilliarden Unterschied... Alter. Wie viel Bauplatz hier ist. Ob man sich später für DLCs noch irgendwie so Zoolimit dazu kaufen kann, das wäre der absolute Hammer. Weil wenn man... ich glaube, wir kriegen mit dem Zoolimit nicht mal alle Tiere hin, die dieses Spiel zu bieten hat. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Wir haben noch keine Antilopen und wir haben noch keine Tiger. Und wir haben bei den Minigehegen haben wir auch nicht mal ansatzweise irgendwas. Also, das verstehe ich nicht. Nein, 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 nicht gespendete Tiere. Gibt's auch relativ wenig, oder? Gespendete Tiere. So. Tiger. Südchinesisch wollten wir, genau. Und dann nehmen wir einmal den kleinen John. Und... Nein, nicht Schimpansen. Wäre auch geil. Und wir nehmen... Was sagen wir mal mit zwei Jungtieren? Das wäre doch auch mal witzig, oder? John und Norris. Nein, das sind ja beides Männchen dann. Das ist ja auch blöd. Buttercup nehmen wir auf jeden Fall noch mit rein. Und Tiere. Nein. Neues Tier adoptieren. Tiger. Südchinesisch Tiger. Aber was wär denn jetzt hier mal mit einem weiblichen Baby? Das gibt's doch nicht. Und dann nehmen wir noch Michael. So, und jetzt müssen wir natürlich tropenmäßig auch die Sachen darauf vorbereiten, dass Tiger die benutzen können. Tierpflege haben wir einmal die Waschstation. Ja, die ist ja sowieso MP. Die können wir jetzt direkt mal verbessern, weil wir sowieso unfassbar viel Kohle haben.
So. Dann haben wir die Fleischfutterkrippe, die wird für Tiger auch gut sein, also von daher macht das auch nichts. Und dann haben wir an Extras. Ja, für Tiere jetzt nicht, für Tiger jetzt nicht perfekt. Vielleicht finden wir da was Besseres. Ein Tiger auch irgendwo. Oh. Rutschen. Rutschen? Gibt's echt eine Rutsche, die geil für Tiger ist? Nee, mehr so für Bären, oder? Tiger sind da mehr so irrelevant. Gucken wir nochmal, ob wir einen Kratzbaum perfekt für Tiger finden. Ja, hier den Rinde umwickelt Kratzbaum. Der wäre gut für Tiger. Und der Kiefernpeeling-Kratzbaum wäre auch gut für Tiger. Und der Rumpelbär-Kratzbaum. Ja, komm, den nehmen wir noch, den Rumpelbär-Kratzbaum. Dann haben wir den Rumpel hier auch nochmal wenigstens bei uns im Zoo untergebracht. Yeah, ich bin Stufe 31, habe Kongo-Löwen, Kuba-Flamingos, syrische Braunbären, Zebra-Manguske freigeschaltet. Ich frage mich, ob es sowas wie ein Maximal-Level gibt. Würde mich mal interessieren. Ja, ich möchte gerne das austauschen gegen das hier. So. Pech gehabt, du hast dieses Mal nicht den besten Zoo aller Zeiten. Hä, wieso nicht? Als wenn die hier irgendwie unzufrieden wären. Oder sind die Zuschauer in irgendeiner Weise... die Besucher, meine ich natürlich. Entschuldigung. Abdeckung, Unterhaltung, ist doch alles gegeben. Warte mal kurz, lass mich mal kurz die... Moment, ich könnte ja einfach hier gucken. Da, die Dingens, ne? Läuft doch. Alles grün. Mehr als 5 Minuten auch. Wollt ihr mich denn verarschen hier mit euren behinderten Herausforderungen? Nilwaran, okay. Aufzuchtprogramm, ja. Weitere Tiere sollen freigelassen werden. Für 30.000. Ist ja süß. 30.000. Ist ja wundervoll. Wo habe ich denn die Nilwarane hingesetzt überhaupt? Kann mir das mal irgendjemand erklären?